Komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Deal With. Heute mit einer sehr interessanten Karte, die wir uns anschauen werden. Und wir haben einen Spieler am Start, Leute. Der ist richtig gut gewesen diese Saison. Der hat Hannover einige Probleme bereitet und natürlich auch anderen Bundesliga-Vereinen. Wenn euch die Episode gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Und ich denke mal, gerade der Spieler könnte einige Daumen ja in die Höhe quasi zwingen. Denn er ist sehr beliebt, denke ich mal, gerade unter meinen Zuschauern auch. Und von daher freut euch auf jeden Fall auf diese Episode. Wenn es euch gefällt, habt ihr gehört, Daumen nach oben. Unterstützung weiterhin möglich in der Videobeschreibung. Randy Run, Facebook, Instagram, Twitter und Amazon. Einfach mal vorbeischauen, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann kommen wir auch schon zum Spieler für diese Episode. Und sein Name ist Zlatko Junuzovic. Ihr habt den Thumbnail und Titel gesehen. Es ist die Team of the Season Version. Ich habe lange gebraucht, um ihn zu bekommen. Er war kurzzeitig extinct. Mittlerweile ist er wieder da. Und er hat mich 20.000 Münzen gekostet. Hohe Arbeitsrate. Ich spiele ihn als falsche 9 im Team. Das werdet ihr gleich sehen. 84 Tempo, 85 Dribbling, 80 Physis, 84 Passen und 80 Shooting. 72 Defending. Dazu eine richtig, richtig starke Karte. Mit mehr Defending wäre der sogar quasi in Marquisius Mafia. Mittlerweile ist er nicht mehr Hullets Gang. Aber gut, auf jeden Fall eine richtig interessante Karte. Und zu den Keystats natürlich. Kommen wir gleich, wenn wir den Gegner sehen. Das Team, in dem ich im Spiele, ist erstmal dieses hier mit Hajrović auf rechts, dann Gustavo Ramirez, natürlich Marco Arnautovic, Stevie G in der Liverpool-Version und José Enrique. Innenverteidigung dann Thiago Silva und Leandro Castan, Rechtsverteidiger Maicon und im Kasten haben wir Salvatore Sirigu. Normalerweise müsste ich hier eigentlich noch einen anderen Brasilianer hinstellen, denn das ist nicht noch links wasted. Wir nehmen einfach, ich habe mittlerweile leider Gottes keinen Jesus mehr. Das ist natürlich jetzt schade, aber noch irgendeinen Rechtsverteidiger, ich glaube auch nicht. Auf jeden Fall könnte das noch links wasted machen, indem man hier einfach Jesus hinstellt anstelle von Castan, oder ich glaube, es gibt auch noch einen anderen Rechtsverteidiger Brasilianer aus der Serie A. Also auf jeden Fall gibt es Möglichkeiten. Ich habe es noch einfach irgendwie verpeilt. Ist ja auch vollkommen egal. Gut, ich würde sagen, wir gehen in ein Spielchen, beziehungsweise suchen einen Gegner und schauen mal, ja, wie der so mit Team of the Season Junuzovic dealen wird. So, Freunde, Gegner gefunden und damit kommen wir zur Unterstützung zu Zlatko Junuzovic. Ach du Scheiße. Ribery, Schürrle, Bellarabi, Fekir, Gunnarsson und Janschke. Na super, egal. Wir kommen zu seinen Ingame-Stats und ja, er hat 99 Agilität, 98 Balance. Das ist schon ziemlich geil, die Kombination. Dazu noch 69 Körperstärke, was okay ist. 82 Dribbling, ne, 82 Ballkontrolle, 81 Dribbling, 86 Effet und hat die Traits einmal Akrobat, was sehr, sehr interessant auf jeden Fall werden könnte. Und technischer Dribbler, also Technical Dribbler, könnte auch sehr interessant werden. Müssen wir mal schauen. An sich, diese Agilität unsere Balance-Kontrolle ist ja richtig, richtig stark. Frag mal so way back. Ich bin sehr gespannt darauf. Die Connection ist ein klein wenig laggy, wie ihr hier schon sehen könnt. Und deswegen hat Sirigu auch Probleme mit diesem Lupfer, der eigentlich gar nicht gefährlich aussah. Das könnte noch nervig werden. So, da haben wir ihn, Junuzovic im 16er. Aber das war keine gute erste Aktion, diese Ballrolle. War auch schlecht eingesetzt. Wunderbar gemacht. 86 Effet. Schade. Rate mal, wie verletzt am Boden lag. Liegt. Lag. Jetzt lag. Und zack, steht 1-0. Ja. Die Distanz ist ja eigentlich zu weit für einen direkten Freistoß, ne? Vielleicht kennt er Junuzovic. Na, okay, der Torwart steht jetzt in der Ecke drin, deswegen nicht so. Eieiei, der war trotzdem gefährlich. Wenn das mal nicht Leno oder Neuer gewesen wären, ich weiß es gerade nicht. Oh, Sirigu mit einer Klasse. Naja, okay, er muss nur stehen bleiben, aber trotzdem wichtig. Oh, da wäre er fast gewesen mit dem Kopf. Da ist ein kleines bisschen zu klein. Ist ja auch nicht seine Stärke unbedingt. Oh, da ist er wieder. Da setzt er sich wunderbar durch. Jetzt muss er den nur noch irgendwie reinmachen. Nur noch irgendwie reinmachen. Mit Efe. Oh, es ist der Janschke im letzten Moment dazwischen. Guckt an, wie das leckt und trotzdem bleibt Junuzovic am Ball. Macht das gut. Technical Dribbler. Okay. Okay. Elfmeter. Nix. Alles klar. War wieder logisch. Ist ja die FIFA-Engine. What the fuck. Ich brauche Alan Pardew, sonst habe ich keinen Smack My Bitch Up Bonus. Oh, wunderbare Ballmitnahme von Junuzovic. Das muss er nur noch reinmachen. Aber Diekmeyer ist natürlich auch schnell, aber er setzt sich trotzdem durch. Macht das gut. Jetzt der Pass in die Mitte. Komm, du kannst auch vorlegen. Irgendwie rein. Halbzeit. Von den Schüssen her ist er überlegen, aber wir spielen wirklich gut. Junuzovic gefällt mir ausgesprochen. Nice. Ja, 46% Ballbesitz. 4 Schüsse zu 7 Schüsse. Also muss noch was passieren. Ich habe wieder einen Elfmeter nicht bekommen, aber wir kriegen das schon hin. Oh, wunderbar. Kopfballduell gewonnen von Junuzovic. Oh, ich dachte, er wäre drin. Oh, ich dachte, der wäre drin. Der ist 1,92 groß, aber kommt nicht ins Kopfballduell. Echt einen geilen Schuss.
Nein. Oh mein Gott. Anja. Die sehen immer gefährlicher aus, als sie im Endeffekt sind. Ich hab so lange kein FIFA mehr gespielt. Oh, das wäre auch so schön gewesen, ne? Von Arnautovic. Junuzovic! Da macht er seine Bude und was für eine. Richtig schön gespielt. Oh Gott sei Dank. Zumal von Arnautovic vorbereitet. Ich hab gerade noch gesagt, er kann nicht köpfen. Er kann es offenbar doch. Geil von Gustavo gespielt. Gut abgelegt von Arnautovic und der klasse Volley. Ja, da kann Leno gar nichts machen. Nice. Das war wieder ein Elfmeter. Also bitte, das ist doch langsam lächerlich. Diese Schnelligkeit, dieses wunderbare Dribbling mit dem Longshot, der war nicht so präzise wie ich wollte. Aber er holt sich den Kopf bei dann auch noch, obwohl er klein ist. Hat er ihn gerade wirklich getunnelt? Hat er gerade sein Leben zerstört? Ich glaube, er hat wirklich sein Leben zerstört. Schade. Wir haben geschmeidig, der ist und der geht und der geht und der ist schneller als ich. Der muss er nur noch reinmachen. Den macht er rein mit dem linken Außen des Moonwalk ohne Zurückgabe. Geil. Ah, der Doppelpack von Zlatko. Also mit dem zu dealen ist anscheinend echt richtig wild. Der ist ja ein richtiges Tier. Also den müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Herrlich. Wie er den reinspitzelt mit links irgendwie, obwohl ich gleich gedrückt habe, läuft. So, sind wir auch durch, ne? Hajrović und Gustavo beglückwünschen sich gegenseitig. Jetzt gucken wir uns mal das Ingame-Rating von Junuzovic an. 9,3, Überraschung, Überraschung, Zlatko Junuzovic ist unser Man of the Match, vollkommen zu Recht natürlich mit zwei wunderschönen Toren, hat dazu 4 von 9 Schüssen aufs Tor gebracht, okay, das geht noch ein bisschen besser, aber 11 von 13 Pässen und immerhin 8 von 20 Dribblings, ja gut, muss auch mal sein, ne? So, Freunde, alles in allem kann man sagen, Junuzovic ist eine richtig geile Karte, also probiert ihn auf jeden Fall mal aus. Er kostet quasi nichts, seine Price Range sind 16 bis 25k, gibt es zwar nicht auf dem Markt, aber davon abgesehen, wenn ihr ihn bekommen könnt, versucht es auf jeden Fall. Ist eine richtig, richtig geile Karte, die extrem viel Spaß macht. Das war's von dieser Episode, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, gerade die Bremer von euch, die sind bestimmt begeistert gewesen von dieser Episode, hoffe ich zumindest. Ich hoffe, ich konnte einen Gefallen tun. Schreibt in die Kommentare, wen ihr mal gerne sehen möchtet und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch, haut rein und ciao. Es ist übrigens nicht mein Bremen-Trikot, es ist ein Geschenk.